Es gibt keinen Ort, an dem ich heute lieber wäre als hier in Hockenheim für den großen Preis von Deutschland. Durch die starke Konkurrenz werden wir bestimmt Spannung pur geboten bekommen. Wenn ich mir so die Tribünen mit all den Menschen anschaue, scheint ein beachtlicher Teil Deutschlands genau meiner Meinung zu sein. Heute sehen sich die Fahrer einem 4,51 Kilometer langen Hockenheimring gegenüber und nassen Bedingungen. Damit sind die 17 Kurven noch ein bisschen schwieriger. Die lange Gerade endet in einer Haarnadelkurve, die die beste Überholmöglichkeit darstellt. Allerdings muss man hier höllisch aufpassen, denn wer neben der Ideallinie versucht, einen anderen auszubremsen, landet oft im Aus. Und bei mir ist heute Stefan Römer. Reden wir über Richter. Sie gehen mit einem komfortablen Punktepolster in dieses Rennen hinein. Für mich haben Sie schon jetzt eine Hand am Pokal. Wir sollten hier nicht voreilig sein, Heiko. Es sieht zwar alles nach einem großen Vorsprung aus, aber alles, was es braucht, um diesen zunichte zu machen, ist eine lockere Bremse in der ersten Kurve oder eine Radmutter, die sich während des Boxenstopps einfach nicht lösen will, und schon sieht alles wieder anders aus. Bei diesem Sport gibt es keine Gewissheit. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Der junge Superstar Max Verstappen startet und daneben steht Lewis Hamilton. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Bottas, Richter, Lukas Weber und Vettel, Hülkenberg, Gasly, Leclerc und Kevin Magnussen, Raikkonen, Perez, Daniel Ricciardo und Norris, Sainz Jr., Grosjean, Devin Butler und Alexander Albon. Russell und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. Ja, und da sind wir zurück zum Rennen. Platz 4. Ja. Aber noch alles drin. Wir machen dafür das Beste draus. Da waren wir einfach gestern mal nicht schnell genug für vorne. Scheiße. Wegen der Drecksanführungsrunde. So, los geht's mit dem Start. Den wir mal vollkommen verpennt haben. Ja, den haben wir mal
komplett verpennt. Wenn sich die zwei da vorne nicht einig werden, versuchen wir mal da anzukommen wieder. Gelb. Zumindest wieder auf der Startposition. Und vorbei. Jetzt sind wir wieder auf 3. Jetzt müssen wir so ein bisschen nach vorne kommen. Also mein Gott. Also, der will das bestimmt noch überholen jetzt gleich. Showing
small signs of wear, power output will be down. Ja, für vorne wird es eh nicht mehr reichen. Vermutlich nicht. Dann kann ich noch holen. So schwierig wäre, das Ding zu gewinnen heute. Fünf nur noch. Sogar noch mal eine neue Bestzeit. Ich habe doch trockener zu werden, Strecke. Das ist ja Vorteil, dass wir das Trockensetup haben.
Dann kommen wir mal ein Stückchen daran. Wir sind ja ziemlich verloren. Sekunden in den letzten drei Runden verloren. Wieder trocken werden. Haben wir 6 Runden. Ja, aber da muss man mal trocken werden. Wenn wir vielleicht sogar doch noch eine Chance haben zu gewinnen. Thank you.
5 laps of fuel remaining. Ja, das war's. Siegserie ist zu. Das war's, ist vorbei. Mal da vorne hier rennen durchfahren. Ich komme immer so auf 2,5 ran und dann verliere ich es jedes Mal wieder. Ich muss so hoffen, dass wir nur auf dem Podium am Ende fahren. Ja, die Runde war aber auch nicht gut. Ich komme auf 2,7, 2,5 ran und dann verliere ich es wieder. Gut, dann ist trocken. Das heißt, wir jetzt auf die Trockenreifen wechseln und dann versuchen. Ja, das ist eine Runde zu spät, glaube ich. Right. Our current set of rubber is looking a bit worse for wear at this point. It's not going to be long before it falls away from us completely. Stay alert. Jetzt auf die Trocken. Jetzt müssen wir es irgendwie machen. Na klar, man könnte es jetzt versuchen durchzuqueren mit den Reifen, aber bringt nichts. Stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track.
that is 3.6 seconds. Die fahren doch scheinbar durch da vorne. Oder gehen sie noch mal rein? Das wäre natürlich gut. Fahren alle noch durch. Ich schaffe noch das Podium. Das war mir fast klar, dass wir da noch ins Auto rausrutschen. Weil er dann schön zugeworfen hat, die Tür. Great maneuver. You made it look easy. Ja, das war's. Ja, scheiße, Platz 4 sogar nur. Zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein, man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen geliefert. Glückwunsch an das gesamte Team. Eine Runde zu spät in die Box. Eine Runde zu spät. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Charles Leclerc hat heute genau gezeigt, wie man mit der Strecke zurechtkommt. Er hat so gut wie keine Fehler gemacht, das war unglaublich. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Na gut.
toller Tag. Wie denken Sie darüber? Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man Sie unterschätzt hat? Das war ein ganz enger Zieleinlauf mit Lukas. Wie ist es, gegen einen ehemaligen Teamkollegen zu fahren? Haben Sie sich bei diesem verregneten Wetter heute wohlgefühlt? Klasse, das war dann alles. Tolles Ergebnis, du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Ja, das war nicht gut, definitiv nicht. Ach Mann, naja. Schade. Ungarn, okay. Nächste Woche.